Grüßt euch! Heute geht's auf die Hofanspitze. Maus ist schon mit dem Parkschein zurück. Ich muss mich erstmal hier ein Stück nach außen stellen. Ja, ganz schön eng hier. Natürlich Skifahrer heute unterwegs. Aber ich sage euch was, schaut mal. Hier unten sieht's aus wie im Frühling. Bin mir nicht sicher, ob das was wird mit dem Skifahren. Aber da wir heute auf die Hofhahnspitze gehen und da oben sollen 70 cm Schnee liegen, haben wir alles dabei. Schaut, Schneeschuhe, alles da. Ja, wird interessant. Und ja, wir schauen mal, wie es so wird. Ja, also das Wetter ist wirklich super geil. Ist fast zu warm. Und Sonne kommt langsam raus, das heißt für uns erwartet ein grandioser Tag. Unser Weg heute geht zur Hofhahnspitze. Wir sind mit der Bahn hochgefahren, um einfach hier oben ein bisschen Schnee genießen zu können, noch eine ganze Weile. Ja, jetzt marschieren wir erstmal los. Hofhahnspitze ist jetzt kein Riesending, 2200 und Quetschmeter. Mal schauen, wie wir hochkommen, aber ich denke mal, mit dem Steigeisen dürfte es kein Problem werden. Ja. Wie sieht's aus? Starten wir oder? Ja, gleich. Also, ich melde mich in 20 Minuten nochmal von hier. Ja, also hier, schaut mal. Menschenleer, so gut wie. Ja, also ich muss sagen, kann es nur jedem empfehlen, der immer so ein bisschen auch im Schnee unterwegs sein möchte zu Fuß. Also mit den Steigeisen, das läuft sich so gemütlich. Die großen Schneeschuhe, die wären hier ja, unnütz. Du kannst nicht einsinken, ist alles fest. Also läuft sich echt gemütlich. Gut, aber zurück. Wir sind im Rofangebirge. Das ist der südwestliche Rand der Brandenberger Alpen. Ist praktisch, ja, ist das Ende. Dazwischen kommt dann der Aachensee und auf der anderen Seite fängt schon das Karwendelgebirge an. Wir gehen auf die Hofanspitze. Die ist gemütlich zu erreichen. Gerade richtig für einen Spaziergang mal am Wochenende. Ja, was gibt es da zu erzählen? Das Rofangebirge, da waren wir ja, das war Abenteuer im Rofan, eines unserer ersten Videos. Da sind wir zum Zierreiner See gegangen. Da beginnt die Tour auch hier, ist super tolle Tour. Das könnt ihr euch mal anschauen, weil das kann man auch mit Kindern machen, wenn man das möchte. Man ist ein paar Stunden unterwegs, aber ganz tolle Tour zum schönsten See in Tirol, heißt es. Ja, grandioser Wintertag. Wetter ist top. Gar nicht kalt. Ich bin echt ein bisschen zu warm angezogen, habe ich so das Gefühl. Aber ich bin noch ein bisschen erkältet. Da will ich auch nicht oben ohne rumlaufen. Ja, wenn man das so sieht, schaut Claudia da ganz allein. Hat was. So habe ich es am liebsten. Ja, das Panorama, das ist schon großartig. Das hast du halt im Winter, ne? Da ist die Luft so klar. Dann kannst du so weit schauen, da werden noch die meisten Postkarten gemacht in der Zeit.
Wir haben ja das gleiche Problem, ja, wie immer. Claudia fotografiert und wir kommen nicht vom Fleck. Wir stehen immer noch am Berg. Naja, erzähle ich euch ein bisschen was. Rohfahn. Der Name Rohfahn kommt aus dem Landinischen. Landinisch wird, also Südtirol kennt ihr ja, da wird Deutsch gesprochen. Und dann der Übergang von Südtirol zu Italien, da ist ja das Trentin dazwischen und die sprechen Landinisch. Und Rohfahn kommt aus dem Landinischen und heißt so viel wie, also Roa heißt Moore. Und Fahn, das sind die Berge, also das sind die Murenberge. Wenn ihr unseren Film anschaut, Abenteuer im Rohfahn, Teil 1 und 2, da laufen wir ja durch dieses Rohfahngebirge da hinten zum Zierreiner See. Und da siehst du, wie die Muren abgegangen sind. Alles voller Steine, voller Felsbrocken, lauter Abbrüche. Also unglaublich wild sieht es da noch aus. Und daher hat das Gebirge seinen Namen. Ja, gibt immer noch ein bisschen Kultur und Geschichte. Da wird es nicht so langweilig und wir stürzen uns mal weiter den Gipfel entgegen. Durch. Man sieht es eigentlich an den Spuren da oben drüber. Und wenn wir drüber sind, dann sehen wir einen Grubersee und dann können wir schon auf die Zillertaler Alpen schauen. Grandios, oder? Nur ein kleiner Berg. Aber im Winter ist das noch einmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, wir haben es geschafft. Also durch die Mulde müssen wir durch. Wenig Spuren, bis keine. Aber dahinter, wir kennen den Weg ja, weil wir ja zum Zierreiner See gelaufen sind. Dahinter wird es dann gemütlich bis zum Fuße des Berges und dann müssen wir nochmal nach oben. Ich schätze mal, anderthalb Stunden tippe ich mal. So wird es wohl dauern. Puh, bin ganz schön am Pusten. Aber ich will nicht schwindeln. Meine Erkältung, die merke ich schon ganz schön. Ich habe mich mal hier an den Claudia vorbeischummeln, weil ich sehe da gerade, seht ihr da den Überhang? Wenn der abrutscht, da gibt es eine Staubwolke. Ja, Wahnsinn, ne? Keine Menschen. Nur wir und später vielleicht die Bergrettung, wenn es schief geht. Ich mache so meine Witze, aber man muss wirklich aufpassen. Ja, Freunde, ich jammere ja viel und auch laut. Und ich habe gerade auch viel und laut gejammert. Aber ich muss dann immer wieder sagen, das Jammern lohnt sich. Übrigens, ich sehe es gerade, der Grubersee ist weg. Da unten im Weißen, da ist der Grubersee. Ja, aber was ich euch zeigen wollte, da ist unser Ziel. Der Weg ist ja deutlich sichtbar und dann geht es da zickzack nach oben. Und da oben ist das Gipfelkreuz. Da werden wir uns jetzt noch hochkämpfen. Claudia ist nicht zu bremsen. Bloß gut, dass sie Leuchtsachen anhat. Dann finde ich sie, wenn sie runterrollt. Ja, alles in allem macht schon Spaß wieder. Endlich mal wieder draußen. Es war ja so lange schlechtes Wetter und wenn das Wetter einigermaßen war, durftest du nicht in die Berge wegen der Lawinengefahr. Ja, und heute
heute dürfen wir. Und wir haben das volle Equipment dabei, also gibt es auch keinen Mecker von Eggert. Ja, schaut, da drüben, Moment, ich gleite etwas bergab. Erstmal festen Stand suchen. So, jetzt, da drüben, ja, ich habe ja gesagt, dieses Rofangebirge zwischen Karwendel und da drüben Zillertal. Da drüben sind schon die Zillertaler Alpen. Sehen wir nachher noch besser, wenn wir oben sind. Also ich saus mal hinterher, sonst ist sie weg. Ich sag mal bis später. Look at the beautiful sight. You and me waiting for first light. Even though we just left for an hour. Cause we saw naughty last night. This new beautiful home and this beautiful feeling. I feel so different. Maybe I'm just dreaming. So, liebe Alpinisten, was sagt euch das, wenn die Schuhe im Schnee liegen? Wir sind oben. Wir haben es tatsächlich geschafft. Und jetzt? Jetzt schaut euch das mal an. Maybe I'm just dreaming. Look at the mountains. I see a light behind it. Do you see it? It's so beautiful. It's so beautiful like you. Now we're sitting under tower, getting a sweet kiss by sun. Last night we looked at the stars. Isn't this just as fun? I'm now healing. This was needed. I hear the peacock screaming. Look at the mountains, I see a light on it. Do you see that? It's so beautiful, it's so beautiful like you. Das war's. Bisschen Restpunsch noch. Und dann die Tasse, die sinkt gleich im Schnee ein. Und dann packen wir zusammen. Ja. Und kämpfen uns mal runter. Genau. Entweder schaffen wir es und laufen die Stunde. Ja, was? Das schaffen wir schon. Es ist lang genug, hält, muss schon was laufen. Ja. Stehst am Gipfelkreuz und denkst dran, dass der Bus fährt. Ja, genau. Ja. Liebe Alpinisten, die schwierigste Passage haben wir hinter uns. Aber wir müssen immer noch ein bisschen konzentrieren, weil wir sind ja hier am Hang und es geht ja wirklich abwärts. Aber ich habe festgestellt, wenn du mit den Schneeschuhen ein bisschen auf der Kante läufst, kannst du sogar hier und da mal ein bisschen, naja, ich will es nicht gleiten nennen, aber den Schwung nutzen. Ja, was ich eigentlich erzählen wollte, Fazit der Touren. Ja, naja, durch den Schnee ist es immer ein bisschen anstrengend, ist auch klar. Aber ja, wir haben uns jetzt Zeit gelassen. Wir haben von der Bergstation bis zum Gipfel, ich muss mal Namen wechseln, von der Bergstation bis zum Gipfel,
ich glaube, so knapp 3 Stunden gebraucht. Den Schnee geht es halt immer ein bisschen langsamer. Aber gut, wir bleiben ja wirklich alle paar Meter stehen, machen Fotos. Ich gebe einen Kommentar. Oh, wartet. Alter. Claudia, die springt gleich auf. Ach, ist eine Scheiße. So, gut, ich versuche mal wieder hochzukommen. Oh Mann, ist das kalt am Arsch. Gut, es steht wieder. Weiter geht's. Also, wo waren wir stehen geblieben oder liegen geblieben in dem Fall? Hab's vergessen, aber ist egal. Naja, jedenfalls eine tolle Tour. Ist eigentlich nicht gefährlich. Ja, man fällt ein paar Mal hin, aber Schnee ist weich, da passt das schon. Und sonst, ja, macht viel Spaß. Das nächste Mal nehmen wir Snowboard mit, also jeder seins. Und dann fahren wir von oben runter. Das wird dann bestimmt auch nochmal ein Spaß. Freunde, ich filme mal nebenbei, aber ich muss mal langsam machen. Zatz, wir sind ja hier am Hang unterwegs. Jetzt hat es richtig geknallt. Schon das zweite Mal. Wir haben jetzt ein bisschen Sorge, dass die Lawine abgeht, weil dieses Rucken, das war schon jetzt ganz schön doll. Jetzt müssen wir mal sehen, dass wir hier von dem Hang wegkommen. Ich will aber auch nichts überstürzen. Noch ein Stück, vielleicht 100 Meter, dann liegt ein bisschen weniger Schnee. Claudia ist vielleicht 300 Meter vor mir. Die geht den Weg schon. Naja, ja, zur Sicherheit haben wir gedacht, halt mal Abstand. Im Fall einer tritt die Lawine dann wirklich los, dass den anderen vielleicht nicht mitreißt. Aber das ist jetzt scheiße. Ja gut, es gehört dazu. Aber das nützt ja nicht. Wir müssen ja weitergehen. Oh. Ja. Gut. Ja. Gut, ich mach mal aus. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ja. Jetzt haben wir natürlich nochmal neue Kraft, weil da haben wir jede Menge Adrenalin ausgestoßen. Ja, war schon gruselig. Der Knall da und du bist der Einzige, oder wir waren die Einzigen, die da waren. Und ein Netzschlag hat es getan. Alles gut gegangen. Weitermachen. Wir sind hier ganz allein, ne? Nichts und niemand. Gar niemand. Hört mal. Nichts zu hören, oder? Puh. Guck mal, die Steine, was die von der Wärme abstrahlen. Wie das weggetaut ist. Schaut mal, das Loch. Diese Verwehung. Das sieht doch toll aus, oder? Toll, oder? Die Natur. Verrückt. Hallo Leute. Ich fühle mich ein bisschen angezündet. Ehrlich gesagt, ich sehe wahrscheinlich aus, als würde ich 3 Stunden im Biergarten gesessen haben. Boah, die Sonne, mein Gesicht. Ich habe mich zwar eingecremt, aber irgendwie hat es nicht geholfen. Jetzt bin ich angebrannt. Naja, jetzt haben wir noch die ganze Zeit die Sonne im Gesicht, aber ich brauche gar nichts drauf schmieren, weil das kommt eher aus jeder Pore wieder raus. Na gut, Freunde,
wie ich so gern sage, grandios durch den Schnee gerannt. Gut, fertig? Gleiter steht direkt vor mir. Wir sind immer noch auf dem Weg nach unten, aber schaut mal, dieses kleine Tal hier und in der Mitte ist wie so ein Sog, wie so ein Sprudel. Auch der Schnee ist so angeordnet, als würde der da angesaugt werden. Ja, man könnte mal reinspringen, vielleicht kommst du dann zum Mittelpunkt der Erde oder zum Parkplatz. Ja, schon mal, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und mal so schaut, auch wie so der Schnee angeordnet ist. Ich weiß nicht, ob man das sieht, wie das so runterkommt. Das sieht ganz toll aus und da das alles glatt ist, ohne Spuren, so ganz clean. Ja, ich weiß. Ich gehe weiter. Nur noch abschließend einen Satz, weil das hätte ich vergessen fast. Zum Equipment. Also, ich sag mal, die Steigeisen, die wir am Anfang dran hatten, die könnte man jetzt weglassen. Man kann auch von Anfang an mit Schneeschuhen laufen. Aber ohne Schneeschuh keine Chance. Also wirklich null. Ich bin mit den Steigeisen mal vom Weg abgekommen. Ich habe dann ja bis zur Hüfte im Schnee gesteckt. Ich meine, gut, ich habe kurze Beine, aber macht keinen Sinn, kannst trotzdem nicht laufen. Ne? Also, wenn ihr sowas mal machen wollt, bei der Schneelage kann man sich ja erkundigen, wie der Schnee auf dem Berg ist. Ohne Schneeschuh keine Chance. Und dann von der Zeit immer rechnen, dass er, ja, ich sag jetzt mal pauschal, doppelt so lange brauchen werdet für den Weg, als an den Schildern ausgeschrieben. Ne? Ja, das wollte ich nur noch anmerken. Ansonsten, wir sind fast an der Bahn. Ich denke mal, wir werden es auch schaffen, mit der runterzufahren. Und dann war das heute ein sehr schöner Samstag in den Bergen. Ja, vielen Dank an alle Mitwirkenden. Die Sonne, die Berge, der liebe Gott, alle haben geholfen, dass es so ein schöner Tag wird. Ja, ich habe wahrscheinlich ein bisschen viel Sonne abgekriegt. Gut, Freunde, also, das war's. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr mir ein Abo dalasst und vielleicht die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts. Und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.